Ein Skirennen, ein Eisschützenturnier und alle Teilnehmer heißen Josef. Hier kann es sich nur um das Seppenfest auf der Reiteralm handeln. Dieses Fest findet alljährlich zur Ehre des steirischen Landespatrons statt und ist einer der Höhepunkte des Winters auf der Reiteralm. Bei herrlichem Sonnenschein, frühlingshaften Temperaturen und Schneeverhältnissen wie im Jänner fand zum bereits 20. Mal das Seppenfest auf der Reiteralm statt. Start war ein Skirennen für Damen und Herren, allerdings nur für Josefas, Josefinen und Josefs. Gewonnen hatte nicht die oder der Schnellste, sondern wer am nähersten beim Durchschnittswert lag. Doch das Seppenfest hat sich auch im Laufe der Jahre gewandelt. Das Seppenfest ist eigentlich mit Skifahren und mit dem Eisschießen ein wenig verbunden worden. Zuerst sind wir nur Ski gefahren und dann haben wir gesagt, jetzt probieren wir, wie das Eisschießen geht. Haben wir da auf 1400 Meter heroben die Eisbahn gemacht und dann den Eisschützen-Wettkampf zwischen Steirer und Salzburger Seppen. Salzburg gegen die Steiermark war die Devise beim Eisschießen. Ungefähr 40 Seppen schossen um den begehrten Siegesstock. Das war nicht so gut, aber der gehört weg! Die erste Kehre gewannen die Salzburger, die zweite die Steirer, die das Turnier letztendlich auch für sich entscheiden konnten. Aus Salzburger Sicht eine Steigerung, da sie im Vorjahr von den Steirern geschneidert wurden. Ja, das Vorjahr, das war schon ein Zufall für die Steirer, kann man sagen. Und heuer haben sie die Steirer nur, wir haben ein bisschen trainiert und die Steirer haben sie mit denen nur gewonnen, weil sie die Oberösterreicher selbst mitgenommen haben. Bestätigt Gefahr, wenn die Salzburger so weiter tun, dass das nächste Jahr vielleicht sogar mal gewinnen? Naja, wenn sie fleißig sind, dann trainieren und mir ein bisschen nachlassen, dann schon, ich glaube eher nicht, weil wir sind einfach harte Hunde. Doch das allein ist oft nicht genug. Die Seppen scheinen zumindest in der Steiermark eine aussterbende Rasse zu sein. Wir haben ja fast keine Seppen mehr da in der Steiermark, aber es wird schon. Vielleicht werden es wieder einmal andere Namen geben, nicht einmal ein Kai oder was gut wie es heißen. Am Nachmittag herrschte dann Betrieb im Festzelt neben der Talstation der Bergbahn. Anlässlich des Jubiläums wurde ein Schladminger unter allen Ludenrockträgern verlost. Anschließend war die Siegerehrung für die Eisschützen. Der Mohr der Steirer nahm vom Geschäftsführer der Reiter an Bergbahnen Wolfgang Habersatter den Siegesstock entgegen. Präsentiert wurde auch das sogenannte Reiteralmdirndl. Einige Bäuerinnen saßen zusammen, entwarfen ein Dirndl und dann wurde über den Namen nachgedacht. Da wir so einen tollen Skiberg haben, wollen wir natürlich auch dazu sagen, dass wir gleich gesagt haben, nein, das heißt Reiteralmdirndl. Und durch das haben wir auch die Blautöne vom ganzen Dirndl gewonnen. Das heißt blau-weiß, wie die Schneefarben sind. Und das wollen wir eigentlich mit der Reiteralm verbinden. Da sich die Reiteralm im Grenzgebiet Salzburg-Steiermark befindet, fand man für die Schürze eine salomonische Lösung. Und wir haben die steirische und die Salzburger Schürzen. Die steirische Schürzen sind in lila Brauntönen, schwarz und grau. Und die Salzburger ist einfach markant mit den weißgrundigen. Und da darf man eine andere Farbe wie rot, grün oder so genauso dazu da. Zwischendurch ließen es die Wagreiner noch kräftig schnalzen. Als letzter Höhepunkt stand die Siegerehrung des Skirennens auf dem Programm. Und dann wurde weiter gefeiert und getanzt. Man kann dem steirischen Landespatron Josef nur danken, denn ohne ihn gäbe es kein Seppenfest auf der Reiteralm im Salzburger steirischen Grenzgebiet.